Magic Potion. Ich meine, das war wirklich von außen nach innen. Zumindest werde ich erstmal die gesamten Gegner hier umnehmen. Okay. Das war's mit der Truppe. Dann beleben wir nämlich die anderen beiden wieder. Wie sieht's eigentlich bei dir mit dem aus? Der Sage Ring. Ach, den hat auch Fran an. Oder war das echt ein Ring? Schatz. Ich glaube, das war wegen einem Schatz oder so. Ich werde zumindest eins machen. Ich werde auf einen Spielplatz, den ich sehr selten verwende, einfach mal eine Safe-State setzen. In der Kette ist jetzt durchbrochen, aber egal. Ich meine auch, dass das irgendwie hier riesige Züge, bla bla blub und Kokake. Also da muss man dann irgendwie hier durch. Das jetzt mal so ein bisschen. Oh, hier ist die Karte auf jeden Fall. Einmal zoom auf dich selbst. Danke. Ja, und dann müsste man, glaube ich, durch die zweite von links und dann wieder das zweite durch links.
Dann das zweite von rechts. Dann kommt man dann beim zweiten von rechts. Oder wie war das? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe gedacht, das ist schon lange her. Mal sehen, wie lange sich die Truppe jetzt hält. Lange genug eigentlich. Naja, aber ich werde das Gesamte irgendwann später nochmal machen. Falls das hier meine einzige Chance ist, dann ja, pff. Ich weiß auch nicht mehr, was es hier so Besonderes gab. Ich werde das jetzt nicht durch. Ich wollte das eigentlich so ein bisschen schnell Durchlauf machen, aber ich gebe den beiden jetzt erstmal einen Äther. Und damit die auch so ein bisschen wieder die MP regenerieren können, die haben ja jetzt richtig viel MP doch durchgehauen. Gerade Race haut da viel durch. Das ist natürlich so ein bisschen der Nachteil, wenn man so eine Version dann spielt. Ein Speicherkristall wäre nicht schlecht. Oh oh. Ariman. Wisst ihr was? Den hau ich jetzt erstmal das rein.
sehen, was ich für eine Kette rausbilden kann. Schade. Na, zumindest gibt's ein Inferno. Doom? Doom will ich nicht. Verdammt! Meta auf Pennello. Jetzt er es gleich erst zunahmen kann. Dass er nicht hinkriegt, scheiße! Phönixfeder. Oh, nicht schlecht. Ich werde das jetzt so ein bisschen auslaufen lassen, aber ich könnte zumindest den nicht verstehen. Geil, Jewel. Gerade so wunderschön machen könnte. Phönixfeder. Gerade der perfekte Augenblick, um die Gruppe auszutauschen. Quickening Red Sparrow.
So, damit habe ich die 3 Einser. Noch 4 Einser. Jetzt brauche ich definitiv. Das war jetzt Nummer 6, ich glaube 7. Maestro Bolt. Aber so jetzt nichts wirklich weiter. Dominating Darkness, das ist schon mal 7. Ich glaube, das war doch das höchste. 3, 5 und 7, 7 war das, glaube ich. Und bei den langen waren das, glaube ich, 3, 4, 5. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine gute lange Combo hingelegt. Zumindest noch mal was rausgehauen. Der Schaden wird enorm sein. Also noch ein Ding kann ich noch raushauen. Oh, cool. Oh. Nee. 17 Stück, Alter. Aber leider nicht zu viele von den Dreiern. Ich glaube, ich habe nur 2 oder 3. Arc Blast. Ich glaube, das ist jetzt, weil ich so viele. Ich hab eine Mail gekriegt auf meinen. Oh, Alter! Das hat ihr ja fast komplett umgeklatscht. Congratulations. Ach ja.